In diesem Urteil ging es darum, man hat eine Dusche, diese ist abgedichtet zur Wand hin, zu den Fliesen. Die Silikonverbindung ist beschädigt gewesen, das heißt, Wasser ist hintergelaufen. Das ist immer ziemlich unangenehm. Das ist so ein daher unangenehm, weil man merkt es nicht. Ich dusche oder bade, lasse Wasser die Fliesen runterlaufen, das Wasser läuft in den Hohlraum dahinter. Das heißt, ich habe keinen direkten Wasseraustritt, ich sehe das gar nicht. Das Ganze kriege ich erst dann mit, wenn die Wohnung unter mir, also der Mieter unter mir oder der Keller, je nachdem, ob es Erdgeschoss oder eine Geschosswohnung ist, irgendwann an der Decke die ersten nassen Stellen findet. Wir nennen das immer die Opferwohnung. Das heißt, wenn die Opferwohnung sich meldet und sagt, ich habe eine nasse Decke, dann weißt du, okay, oben drüber im Badezimmer ist was nicht in Ordnung. Silikonfuge undicht war immer bisher ein strittiges Thema. Allerdings muss ich ganz klar sagen, auch aus unserer Erfahrung heraus, haben die Versicherer bisher immer reguliert. Die haben immer den Schaden anerkannt, allerdings nur die Folgeschäden, das heißt also niemals die Silikonfuge selber, sondern Trocknung, Fliesenarbeiten gegebenenfalls. Es ist immer danach ein Maler fällig, das heißt, ich muss ja immer die Decke einmal komplett neu streichen, tapezieren, eventuell noch die Wände. Diese Folgearbeiten waren bisher immer mit von der Versicherung abgedeckt. Das ändert sich jetzt mit dem Urteil vom BGH. Das sagt, dass es nur auf das Rohrsystem bezogen ist und fest verbundene Gebäudeteile versichert sind. Silikonfuge ist weder fest verbunden, es ist ja variabel, es war eben nicht fest verbunden, das sieht man ja an dem Beispiel. Und das zweite ist, es ist kein Rohrsystem. Daher ist meine persönliche Empfehlung, ab sofort, also eigentlich schon immer, wir haben dazu auch Regelungen in den Verträgen, Silikonfugen sind sogenannte Wartungsfugen. Das heißt, es ist ein Material, was so ähnlich wie Kautschuk ist, so eine gummihaltige, Silikon halt ist. Das heißt, es wird mit der Zeit porös und spröde. Wenn es das wird, wird es brüchig. Sobald es brüchig ist, stellt es diese Abdichtung nicht mehr her. Das heißt, ich habe die Gefahr, dass das dadurch Wasser wieder nach hinten trifft. Und das ist ja genau das, was ich ja vermeiden soll. Ich habe oft auch das Problem, wenn sich zum Beispiel mit Holzböden der Boden sich bewegt eventuell, wenn er nicht gut abgefangen ist oder wenn irgendwas passiert ist im Objekt, dann kann es durchaus sein, dass durch die Erschütterung oder durch Bewegung sich eventuell die Fuge einreißt oder diese löst die Verbindung von den Fliesenspiegeln. Auch das ist auch wichtig, wenn man es aufträgt. Da kommt meistens ein Primer drauf und erst danach die Silikonfuge. Daher ganz wichtig, Silikonfugen unbedingt spätestens ab jetzt kontrollieren oder kontrollieren lassen. Diese Tätigkeit ist laut meiner Auffassung delegierbar. Das heißt, bist du Vermieter und vermietest deine Wohnung, ist es nach meinem Rechtsverständnis, aber da nochmal kurz vorweg, ein Disclaimer, ich bin kein Rechtsanwalt, es ist hier keine Rechtsberatung, es sind alles meine persönlichen Empfehlungen, ob du es machst oder nicht, ist deine Sache, solltest du es machen und nicht Recht damit haben, ist es so. Also, ich habe das schon lange so in den Verträgen, dass ich reinschreibe, dass die Silikonfugen einmal jährlich vom Mieter zu prüfen sind, weil es Wartungsfugen sind und die sogar auf Kosten der Mieter instand zu halten sind, weil nach meinem Verständnis die kleine Reparaturklausel aktuell bis 75 bis 100 Euro ungefähr je nach Gericht angemessen ist. Eine Silikonfuge neu zu ziehen, ist damit aus meiner persönlichen Sicht mit dem Budget durchaus machbar. Das Zweite ist dabei, nur der Bewohner hat die Möglichkeit, das regelmäßig zu prüfen. Ich selbst als Vermieter habe die Chance eher nicht. Ich müsste dafür anreisen oder ich müsste anfragen, dass jemand für Bilder schickt. Das heißt, aus meiner Sicht ist das eine Tätigkeit, die man durchaus delegieren kann. Achtung, nur als Sondervereinbarung. Das heißt, bitte unter Sonstiges hinschreiben, dass das vereinbart wurde. Meine Formel oder meine Klausel dazu, die kann ich dir gerne unter Video hier reinpacken. Wie gesagt, es ist keine Rechtsberatung, du hast keinen Rechtsanspruch auf eine Vollständigkeit, auf Richtigkeit. Nur da nochmal, dass wir uns ganz klar verstehen. Ich biete das als Goodwill, als Leistung von mir an. Wenn du es machst, auf dein Risiko. Wenn du es nicht machst, auch das ist in Ordnung. Ist alles bei dir. Wichtig ist,
Sorge dafür, dass die Fugen wichtig sind. Solltest du jetzt nochmal einen Wasserschaden haben, der darauf zurückzuführen, dass die Silikonfuge undichtet war, kannst du ziemlich sicher darauf wetten, dass jede Versicherung erstmal pauschal ablehnen wird, dieses Urteil vom BGH referenzieren wird und sagen, wir sind aus allem raus, sorry, tut uns leid, aber das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Wer Wasserschäden schon mal begleitet hatte, in der Regel bist du selten unter 3.000 bis 4.000 Euro. Das heißt, es geht dabei um ein paar Euro, die du dir sparen kannst, solltest, musst. Meine persönliche Meinung. Daher, schau dafür, dass die fit sind, die Fugen. Man sagt in der Regel, 5, maximal 10 Jahre hält eine Fuge. Das heißt also, das ist auch das Zeitalter, was man spätestens über einen Austausch nachdenken sollte. Austausch hört sich jetzt so groß an. Austausch, es ist Silikon, es wird wie Kautschuk, es ist wie Gummi. Einfach rausschneiden, neu drüber ziehen. Wie gesagt, Prime ist wichtig, dass man also, dass das neu haftet. Ein Fachmann des Vertrauens wird das mit Sicherheit gut können. Sanitärfirmen sind dafür prädestiniert, Hausmeisterdienste können sowas mit nachher machen. Von daher, achte darauf, dass die Fugen dicht sind, damit du dir viel Ärger sparen kannst. Und der letzte Hinweis in diesem Video, solltest du einen Altvertrag haben. Altverträge sind in der Regel so abgeschlossen bis in die frühen 90er. Man hat irgendwann bei der Wohngebäudeversicherung die Rechtsgrundlage gedreht. Die Altverträge war alles versichert, außer das, was ausgenommen war. Mittlerweile hast du alles, was versichert ist, muss reingenommen werden. So, das heißt, wenn du einen Altvertrag hast, dann sieht die Situation wahrscheinlich ganz anders aus. Diesen Vertrag solltest du hegen und pflegen wie, weiß nicht, was hier ganz wichtig ist. Weil diese Verträge werden schon lange nicht mehr abgeschlossen, werden circa 20, 30 Jahre mindestens nicht mehr, sind daher Gold wert, weil du hast alles drin. Und wenn du so einen Vertrag hast, schau auch bitte, dass du den dir nicht versaust. Sprich, guck, dass du keine Schadenhäufigkeit hast. Kurzer Hinweis, Wohngebäudeversicherer sind allergisch gegen Wasserschäden. Schau, dass du keine Wasserschäden hast. Schau, Feuer, wenn das Objekt abbrennt, wenn es keine Straftat war, kein Vorsatz, ist es halt so wild. Ne? Auch wenn es 2 Millionen kostet, ist überhaupt kein Problem, das zahlen die, ohne mit der Wimper zu zucken. Hast du zweiten, dritten Wasserschaden innerhalb von 5 Jahren, kriegst du eventuell die Kündigung. Spätestens nach 5 bist du raus. Das zweite, was die natürlich messen, ist, die gucken auf einer Seite, welche Summen du an Beträgen bisher bezahlt hast in den letzten 5 Jahren und die gucken, welche Beträge die erstattet haben. Das setzt in Relation. In der Regel so bis 60%. Das heißt, wenn mal angenommen, du hast eine Wohngebäudeversicherung, die kostet dich im Jahr 1.000 Euro, das ist 5 Jahren 5.000, hast du alles bis 60% von der Summe, hast du bis unterm Radar. Solltest du zwischen 60% und 80% von dieser Summe kommen, wirst du bei der Versicherung mit so einem gelben Lämpchen angehen. Das heißt, das ist ein Vertrag, der wird beobachtet. Und ab 80% und über 100%, also sprich, die müssen mehr ausgeben, als was du an Prämie bezahlt hast, kannst du davon ausgehen, dass der Vertrag sogenannt saniert wird. Saniert heißt im Versicherungsdeutsch gekündigt oder eine SB auf bestimmte Gefahren oder ein Ausschluss vielleicht stattfinden wird. Daher, schau auf jeden Fall, dass du die Schadenhäufigkeit zurückhältst. Wasserschäden, schau, dass die vermeidest, auf jeden Fall. Und Silikonfugen, wenn das Video dir was bedeutet, dann nimm es zum Herzen, weil das kann dir echt viel Ärger und vor allem viel Kosten sparen. Denk dran, Wartungsfugen checken, checken lassen. Meine Klausel ist da unten drin. Wenn das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, Daumen hoch oder ein Teilen. Je nachdem, vielleicht kennt jemand, der das Video auch gut gebrauchen kann, weil er nicht vielleicht 3.000 bis 4.000 Euro an nächsten Wasserschaden zahlen will, weil er es nicht wusste. In diesem Sinne, alles Gute und bleib gesund.